Hi Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge zum Monatsrückblick vom Januar 2019. Ja, beginnen werde ich wieder mit X-Rebirth, die 1-Stunden-Version. Da hießen die Folgen vom Januar. Alles für den Handel. Titorialistisch Albion-Abenteuer. Genau, so habe ich die Folge genannt. Absoluter Zungenbrecher. Nächste Folge hieß wieder eine neue Baustelle. Einmal alles von allem. Interaktives Video. Das zugleich auch mein Highlight war vom Januar. Weiter. Ich brauche mehr Fleisch. Eine enorme Bereicherung. Unglaubliches ist passiert. Nächste Dauermission wird beendet. Und die letzte Mission, die letzte Folge. Aravans Geheimnis ist gelüftet. Ja, wie bereits erwähnt, mein absolutes Highlight vom Januar ist einmal alles von allem. Das interaktive Video, das Hauptvideo dauert nur gute 5 Minuten. Das ganze Videoprojekt waren 6 Stunden und 14, wenn ich mich jetzt nicht arg täusche. Ja, 6 Stunden und 14 kommt hin. Und es war wirklich sehr viel Aufwand. Ich war kurz vor dem Burnout. Aber ich habe es dann doch noch durchgezogen. Und sowas mache ich so schnell nicht mehr wieder. Grob zusammengefasst, was habe ich da gemacht und um was geht es da bei diesem interaktiven Video? Ich habe da auch gleich ein sehr kleines Infovideo dazu gemacht, ein paar Minuten. Da habe ich genau nochmal erklärt, wie ich das ganze Projekt aufgebaut habe und wie das dann alles funktioniert hat. Genau. Am Anfang hat man ein Video, das dauert gute 5 Minuten und ich glaube 20 Sekunden oder so. Dann am Ende des Videos hat man eine Auswahlmöglichkeit zwischen zwei weiteren Videos. Also das splittet sich der Weg auf. Aus einem werden 2 Videos, aus 2 werden 4, aus 4 werden 6. Und am Schluss waren es dann, ich glaube, 27 Videos, also insgesamt. Und ja, über 6 Stunden Videomaterial und ja. Das war mein absolutes Highlight. Was auch ein kleines Highlight war die letzte Folge, Aravans Geheimnis ist gelüftet. Könnt ihr am besten selbst anschauen. Die Aravan hat eine Spezialfunktion, sage ich mal, um nicht zu vieles zu spoilern. Was glaube ich kein anderes Schiff so kann. Aber am besten seht ihr euch das mal selbst an. Dann seht ihr da oder... ja, erkennt ihr, was ich da gemeint habe. weiter geht's natürlich mit X-Rebirth. Da werde ich in der Zukunft, was werde ich da machen? Jetzt sind wir schon bei Folge 130. Absoluter Wahnsinn. Sehr viele Folgen sind es geworden. Natürlich geht's weiter. Also wie, das weiß ich noch nicht ganz. Natürlich kann ich noch ein paar Stationen bauen. Ich würde unheimlich gerne mal eine Fulmikon erobern. Besitzen, ausstatten, mit der mal Kämpfe machen. Aber ja, ich glaube, es wird noch eine Weile dauern. Das war es erstmal mit X-Rebirth von der 1-Stunden-Version. Ja, weiter geht's mit X4 Foundations. Da hießen die Folgen: Endlich ein Konstruktionsschiff, Datentresor gefunden, illegaler Handel in der Bar, eine neue Waffe. War es doch ein Fehlkauf? Katastrophe! Geht doch! Bald ein zweites Schiff? Zweite Chance? Nutzen? Bei X4... Wie soll ich sagen? Ich war da wirklich kurz davor, dass ich sage, sorry Leute, das... geht so nicht weiter. Ich nehme keine Folge mehr auf. Tschüss aus, deinstallieren. aber dann habe ich über Steam... hatte ich Kontakt bzw. ein sehr langes Gespräch mit Livestream, sagen wir es mal so, von Seberwolf. Das kennt ihr ja auch, der ist fleißig am Kommentieren bei sehr vielen X-Rebirth Videos und X4 Foundation Videos. Und die hat mir da wirklich sehr weitergeholfen, was ich wo, wie, wann machen muss und was jetzt zu machen wäre und wie man so an ein Schiff kommt, ohne jetzt viel Geld auszugeben und was man halt so macht, dass halt vorangeht. Denn ich hatte, wie man gesehen hat, überhaupt keinen Plan,
Und jetzt habe ich so ein paar Anhaltspunkte, wo ich mich jetzt ranarbeiten werde. Und ja, also es geht voran, es geht voran. Also es waren ja erstmal nur 15 Folgen geplant, aber jetzt sind wir schon bei Folge 17 und das heißt, dass es natürlich weitergeht. Ja, in der letzten Folge, die ihr gesehen habt, zweite Chance nutzen. Ja, da habt ihr gesehen, dass ich einen, ich weiß nicht, was ein Merkur-Angreifer, glaube ich, was? Oder Merkur-Verteidiger? Ne, ich glaube, Merkur-Angreifer, was? Habe ich ein Schiff bekommen? Ja, noch nicht ganz. Das Schiff muss ich erst noch reparieren und ja, wieder flott machen. Und dann weiß ich nicht, ob ich es verkaufe oder so in meine Staffel mit einbeziehe. Ja, bisschen schwer, aber. Was ich dann im Endeffekt gemacht habe mit dem Schiff, das seht ihr dann in der nächsten Folge, denn ich selbst weiß es jetzt noch nicht, denn ich habe noch keine weitere Folge aufgenommen. Und ja, das war es quasi mit X4 Foundations, aber ja, mein Highlight wollte ich noch sagen, haha, hätte ich fast vergessen, zweite Chance nutzen, die letzte Folge, genau, das war mein Highlight, denn da habe ich das so richtiges Erfolgserlebnis gehabt, also als endlich der Pilot, ja, sein Schiff aufgegeben hatte, war ich wirklich sehr erleichtert. Also ich konnte es kaum glauben, dass es so schnell gegangen ist. Denn bei der Folge zuvor, die hieß bald ein zweites Schiff, da habe ich das Ganze schon mal probiert. Ich glaube mit Spieler 88 oder ja, irgendwas ähnliches hieß der Besitzer des anderen Schiffes. Das war auch ein Spielerschiff. Ja, das Schiff ist immer wieder zur Station hingeflogen, ist angedockt und ich konnte das Schiff nicht erbeuten. Und ganz anders jetzt bei dem Merkur-Angreifer, der war eh auf Kampf ausgelegt und hat immer versucht mich zu bekämpfen, aber im Endeffekt habe dann doch ich gewonnen. Ha, sehr schön. Ja, das war's quasi mit diesem kleinen Monatsrückblick. Ja, wie wird es natürlich weitergehen? X-Rebirth und X4 Foundations werden natürlich weiterhin spielen. Macht mir wahnsinnig viel Spaß, wollte ich sagen. Nee, wahnsinnig viel Spaß. Jetzt komme ich schon ins Amerikanische rein. ja, vielleicht kommt noch ein weiteres Spiel im Februar hinzu, weiß jetzt aber noch nicht, bin gerade so am Testen, am Anspielen von ein paar Spielen, auch ein Shooter ist dabei, ich weiß nicht, wie das bei euch ankommt, ja, ist schon ein bisschen älter, ist von 2014, 2015, ja, ist von EA, also mehr will ich jetzt nicht verraten, okay, man kann sich glaube ich denken, welches Spiel es da geht, denn da bin ich gar nicht schlecht drin. Okay, das Spiel habe ich nicht angetestet, sondern das spiele ich schon ewig, sagen wir es mal so. Aber ich habe gedacht, ja okay, das könnte man als Let's Play vielleicht rausbringen, aber ja, ich bin doch eher der Survival- und Weltraum-Typ, also da wäre glaube ich ein Shooter, ist glaube ich nicht so... so am Platz, oder? Was meint ihr? Schreibt es einfach mal in die Kommentare, was ihr dazu meint. Ja. Wie gesagt, das war's für diesen Monatsrückblick vom Januar 2019 und ja, sehen wir uns beim nächsten Monatsrückblick bzw. beim nächsten Let's Play wieder. Also vielen Dank fürs Zuschauen und ja, macht es gut. Bis dann. Ciao.